Zuschauer, ich habe noch ein paar Endergebnisse für euch. Wackerburghausen, Bayern 2:2. Bayreuth gegen Rosenheim 3:1. Nürnberg gegen Schweinfurt 5:0. Und Giesing 2 gegen Hof 0:2. Thank you.
ist Zeit für die Humba, die Meister-Humba. Und ich habe gerade die Fans in der Südtribüne gefragt, wen sie sich wünschen. Der Spieler hat Nein gesagt, aber das ist uns jetzt einfach mal scheißegal, oder? Wie wär's mit einem Vita, Vita, Vita auf den Zaun, Vita auf den Zaun, Vita auf den Zaun, Vita, Vita, Vita auf den Zaun, schade um den Zaun, auf geht's! Auf die Knie, auf die Knie, auf die Knie, auf die Knie, auf die Knie. Gib mir ein H! H! Gib mir ein U! U! Gib mir ein L! N! Gib mir ein dreifaches Zicke, Zacke, Zicke, Zacke! N! Zicke, Zacke, Zicke, Zacke! N! Zicke, Zacke, Zicke, Zacke! N! Gib mir ein 2 zu 1! 2 zu 1! 2 zu 1! 2 zu 1! Gib mir ein B! Die Humba nicht. Sehr gut, Jungs! Weiter geht's übrigens jetzt mit dem nächsten Spiel, Freitag 18.15 Uhr. Spielen unsere Jungs beim Meistermacher FC Bayernhof. Gibt leider keinen Fanbus im Zug, kommt der beim Superhof. Nächster Heimspiel ist heute in 3 Wochen um 14 Uhr hier zu Hause gegen die Spielvereinigung im Oberfranken-Bayreuth. Unser heute steht für das Relegationsspiel, 28. Mai hier in Unterhaching. Gegner, so wie es ausschaut, Mannheim oder Elversberg. Meines Wissens hat Elversberg in Mannheim gewonnen, in Saarbrücken gewonnen. Sprich, Elversberg oder Mannheim dürfen da leider das Rennen machen. Ich bedanke mich bei euch herzlich für euer Kommen. Danke für die geile Stimmung. Das ist halt Haching. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich hoffe einfach, dass der Pillar noch ein paar Wochen im Urlaub ist. Danke euch! Auf diese Zeit.